Zuschauer, heute geht es um Foto und ich sage euch, da haben wir ein Thema vor 3 Wochen. Ja. Da haben wir da schon in der Album herumgeblättert, gell Sebastian? Ja. So, gell, du, wo ihr noch ganz jung bist, du hast auch da schon so schöne Foto, wo du noch so klein schnucklig warst. Ja, jetzt lohne mal. Also, das ist so, ich schon ja, man tun ja immer unsere Sendung ein bisschen vorpräparieren, gell? Ja, okay. Und Gijat Ovet, ich schon gedacht, komm, ich hole mal jetzt 2 Minuten und ich hole mir ein Album raus. Und dann Zürich. Ja, aber durch die 2 Minuten sind dann eine ganze Stunde. Ja, ja. Also voilà, was du gerade eben gesagt hast. Ja. Oder habe ich also das Donner da gefunden, wo ich glaube, es ist eine von meinen. Aber ich habe noch eine andere, die ich gefunden habe, leicht halber nackig, aber die habe ich doch nicht mitgebracht, gell? Im Park? Voilà, im Park. Du, und ich habe schon gut, da bist du 6 Monate. Also voilà, voilà. Ja. Aber schau mal hin und dran, die Jouer, das Spielzeug, die ich da habe. Ja. Unglaublich, gell? Am Bois? Voilà, nenne so Plastik. Ich weiß, die Puppe hat gestunken, aber ich, das weiß ich noch genau. Und da ist so ein Gönz, das hat immer so geschaukelt. Ah, ja, so. Voilà, so ganz genau. Aber und schon eine Couleur. Ja, aber so alt bin ich jetzt auch nicht, Martin. Ich bin dich. Wo ich klein war, da war es nur noir et blanc. Aber zwei Stück. Nur mal da noir et blanc. Ah, noir et blanc. Ich bin ein bisschen älter wie du, gell? Ja, ein paar Jahre. Ich bin auch schwarz-weiß. Du hast das älteste Foto, Bertrand und Enzo, das älteste Foto. Weil ihr Foto sind erst in 1829 hat es angefangen mit Foto. Vorher hat es kein Foto gegeben, sind sie noch gemalt worden, die Leute. Ne? Ja. Hast du müssen posieren, da stundenlang. Und wie alt ist das Foto, Bertrand? Also, das Foto ist in 1850 gemacht worden in Paris. Mhm. Wir wissen nicht genau, was benutzt dann, was Foto machen, weil ich Chemie schon alles probiert damals. Ja. Da ist noch sogar das Platz von den Nagel angehung war. Ah, ja. Großstadt. Die Person da ist Henri Freis, der ist geboren 1799. Oh. Und der junge Mann, der nebendran, ist sein Sohn, der ist geboren 1835. Ja. Ah, ja. Also Foto ist ungefähr um die 1850. Sind das nicht von der Eck da? Oder? Ja, sind von Caluse. Von Caluse. Ja. Ja, vielleicht sind da die haben in Paris not gewohnt und stammen von Caluse. Also lange war hier die Foto, wie man es vorher gesagt hat, schwarz-weiß. Und wir haben da zum Beispiel so, so Postkarten, wo sehen wir uns, Pierron, darf man ja sagen. Mhm. Und Bertrand, du sagst, die waren schwarz-weiß. Das war so groß, negativ und haben sie ein paar Passagen gemacht für die Farbe. Für jede Farbe ist noch ein paar Mal durchgegangen. Voilà, also original war es schwarz-weiß. Ja. Die farbigen Fotos sind erst 1907 rausgekommen. Ne? Ja, das waren die ersten. Aber sehr lange haben sie immer noch die schwarz-weiße gemacht. Mhm. Das ist zum Beispiel 1929. Und das ist eine Postkarte, so groß. So klein war sie. So klein war sie, gell? Die Qualität ist doch Qualität unglaublich. Und gerade, da in den 70er Jahren hat man so komische Qualität gehabt. Ja. Und meistens sind die orange. Weil es ist nicht damals kein gutes Material verkauft. Ja. Sicher, ja. Ich habe da ein Foto, ein Familienfoto mitgebracht, das ist vom Buch von Marcel Neu. Der kommt im Juni kommt der in die Mediathek eine Konferenz machen. Und da ist meine Oma drauf. Voilà. Ja. Darf ich sie suchen? Die Oma. Ja. Da war Mathilde. Du redest da von der Oma. Da war einer, der hat immer mit der Schwiegermutter gestippelt, gell? Gestippelt. Das hat er so eine Schwiegermutter. Wie sind das Schwiegermutter? Wenn ich eine Ferie gehe, ich nehme immer ein Foto mit von euch. Jedes Mal nehme ich ein Foto mit von euch. Nur sagt die Schwiegermutter ganz froh, oh, da konnte mich ja durchgetragen, gell? Ja, nimmt ein Foto mit von mir. Ja, warum nimmst du ein Foto mit von mir? Ah ja, wenn ich das Foto lohne, kriege ich kein Hemd. So, also auf jeden Fall in der Mediathek, wenn ich will, ich sachkundig machen. Man hat da schöne Zeitschriften, zum Beispiel Chasseur d'Image, gell? Und da haben wir innenwendig schöne Beispiele und auch über das Material. Da gibt es ja so viele Fotoapparate. Und die neuen Fotoapparate sind wieder ein bisschen vintage, hast du gemerkt. Ja, sind wieder aus wie früher, aber das ist ja alles numerik. Na, jetzt, ja, aber heute so das mit dem Telefon. Mit dem Telefon kann man Foto machen. Bildqualität. Ich will gerade noch einen kleinen Appell machen. Aha. Wenn ihr so ein Foto von früher habt, gehen zu der Association Historique von einem Eck. Ja. Und geben dann das Foto, also es kennen können, und erstmal die Namen drauf macht. Ja. Weil da wissen wir noch genau, wer drauf ist. Ja. Und wenn man das nicht macht,
wäre das Foto dann anonym. Ja, wenn man so ein Foto anonym hat, ist nicht schön. Man muss den Namen drauf schreiben. Es ist immer gut, wenn man weiß, was drauf ist. Da sind sie alle froh davon. Wir wissen genau. Das ist der Direktor. Ja, ja. Das ist sehr froh. So typisch, ja. Man ist seriös. Dann muss er sitzen da hocken. Ja, ja, das hat lange gedauert. Ich habe es so lange posieren. Unser nächstes Thema, Sebastian und Martin, wenn du wieder einen Witz findest, es geht um Plastik. Aha, ne Plastik. Reden wir mal von Plastik. Gut. Also wir sollen bis die nächste Woche. Bis die nächste Woche.